geht wieder los hier. Der Lenz ist on Tour bei den Test- und Einstelltagen hier am Nürburgring. Bestes Kaiserwetter hier. Hier sieht man nichts am Himmel. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das kriegst du so in die Hände gedrückt hier. Das ist das V-Power Tankset hier. Starter-Kit. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen sonnigen Samstagmorgen hier. Noch in Jülich. Jetzt gleich geht's mal zu unseren Kollegen mit der Startnummer 221. Das ist der grüne Opel Astra. Unser GLP-Team-Schwesterauto, wie man immer möchte. Schauen uns mal an, wie weit die sind. Die sind nämlich heute an dem Auto dran. Und heute ist auch VLN, RCN, Test- und Einstelltag. Morgen noch ebenso. Heute Bombenwetter. Ich glaube, morgen soll es ein bisschen schlechter werden. Wir sind gleich auf dem Weg dahin. Wir zeigen euch mal, was alles Neues gibt, was die an dem Astra machen. Was wir am Honda gemacht haben, denn mit dem Honda fahren wir gleich zum Nürburgring, um den noch ein bisschen einzufahren. Und dann geht's ab am Nürburgring, da gibt's genug zu sehen. Bis gleich, viel Spaß beim Video. So, jetzt sind wir hier in einer ganz geheimen Halle. Und da wird hier offiziell geschraubt. Mahlzeit! Hey. Guck mal, moin! Ich muss mal hier ein Update-Video machen für die 221. Angekündigt euch, habe ich euch gerade schon. Ja, was macht er hier gerade? Ja, wie immer, alles scheiße. Wieso, was ist denn los? Wir müssen den Tankstutzen hier neu machen, der ist weggefault. Ach, das stimmt, hatte ich gestern gesehen. Ja, ne? Der ist weggefault. Wir müssen den Auspuff noch ein bisschen richten und noch Wattigkeit wechseln, dann sind wir fertig. Fahrwerk, habt ihr schon was gemacht? Nee, oder? Fahrwerk haben wir nicht. Nee, genau. Muss mal eingestellt werden. Ja, da ist die neue Einstellvorrichtung hier. Ja, dann kann nachher mal ein bisschen korrigiert werden an dem Auto. Ja, in gut zwei Wochen geht es ja los. GLP1. Genau. So, ich habe den René Steinbusch gerade noch auf dem Weg hin gesehen. Er sagt, er wäre auf jeden Fall verfügbar. Ne? So, und ja, ansonsten, wie gesagt, das Auto ganz gut fertig hier. Hat ja letztes Jahr auch treue und gute Dienste geleistet. Da haben wir einmal alle drei Fahrer, die auf dem Auto hier Platz nehmen werden dieses Jahr. Ja, jetzt noch natürlich hier mit Straßenbereifung drauf. Die Semis kommen dann erst an der Strecke drauf. Ja, und dann geht es jetzt auch mal weiter hier Richtung Honda und dann ab zum Ring. Ja, der Markus hat hier auch den guten Mach 1. Das ist der E-Scooter in Kfz-Manier mit Verbrenner dran. In so einem guten 50 Kubik Zweitakter hier. Ja, geil, auf jeden Fall. Ja, und das Ding hier, das weckt ja auch noch Erinnerungen auf. Das andere Blech von unserem Schwesterteam, das habe ich auch noch zu Hause im Keller. Ja, schönen Gruß an Jussen, Hildesheim und den Harry. Ich hoffe, dem geht das auch gut. So, jetzt fahren die ja hier schon das Opel Coupé. Und was holen die da am Hänger? Ein paar Heizungskörper. Also das ist ja wie bei Manta Manta. Du weißt ja, was du mit den Heizungskörpern machen musst hier bei deinem Opel, ne? Die kommen hinten in den Kofferraum, wie bei Berti, damit du mal ein bisschen Anpressdruck auf der Hinterachse hast. Ja, aber jetzt ist ein Heckspoiler. Ja, da. Das sollte wohl ausreichen für genug Anpressdruck auf der Hinterachse hier, ne? An Felix Track Tool, dem 325 Ti, da ist es auch gut weitergegangen. Das Auto ist jetzt technisch vollständig fertig. Und ja, jetzt geht es am Dienstag kommender Woche zur Vollabnahme beim TÜV. Da werden also alle Umbauten eingetragen. Wir haben das Dach drin. Insofern nochmal schönen Dank an den Frank Oepen, der das GFK-Dach eingeklebt hat mit seiner Firma Schumacher Bart in Düren. Ne? Ein bisschen Werbung darf ja auch mal sein. Ja, Abnahme wird gemacht, Startnummern sind schon drauf. Wir sind natürlich auch schon Probe gefahren, weil zugelassen ist das Auto und das fährt auch vorzüglich. Fährt gar nicht schlecht, was man so auf ja, Straße mit Zulassung auch so fahren und probieren darf.
Ja, jetzt gleich geht es zum Honda. Ihr seht hier, ein bisschen Werkzeug ist noch da, ein neuen Moped. Ne? Dann zeigen wir euch ein paar Sachen am Honda kurz und dann geht es ab zum Ring. Ja, die Jungs hier, Markus, Ralf und nochmal Markus, ja, die sind ja noch kräftig am Astra da dran. Das Ding soll fertig werden. Nächste Woche Sonntag werden wir selber mal unsere Test- und Einstellfahrten machen. Heißt einfach gucken, ob alles funktioniert. Auch mal Kerstins Fahrfähigkeiten wieder ein bisschen auffrischen nach der Winterpause. Es ist ja immer noch für einen Neuling, der vielleicht mal eine Saison hinter sich hat, ein bisschen tricky am Anfang. Dem will ich umgehen, indem wir Sonntag vor dem ersten Lauf auch auf jeden Fall schon ein bisschen was fahren. Ja, und zu Felix Track Tool, da kommt ein extra Teil während der TÜV-Abnahme, Teil 4 und der abschließende Teil quasi. Und dann sind wir auch fertig mit dem Auto. Das Dach wird derzeit noch foliert, also da, wo diese GFK-Deckelgeschichte reingekommen ist, wird das Dach mit Carbonfolie überzogen, Startnummern kommen drauf, die Namensschilder kommen drauf. Ja, und ich werde vielleicht noch eine kleine Änderung bei der Gurtführung da machen, bei den, sagen wir mal, Schultergurtteilen. Aber ansonsten ist das Auto vollkommen abnahmefähig. Ist auch jetzt alles okay, also das passt schon. Ja, jetzt geht's ab zum Honda. Noch steht er jetzt auf Straßenrädern hier. Wir haben hinten Bremse neu gemacht. Stahlflexleitung, ah, man sieht sie auch. Können wir gleich mal ein bisschen genauer drauf reinhalten. Vorne Bremse ist komplett neu, wie man sieht. Vorne hinten fahren wir jetzt Ferodo DS 2500 Beläge. Serienscheibe immer noch, denn die Scheibe war gar nicht so schlecht, wie man oftmals hört. Wenn man da ein bisschen mit Motorbremse fährt, dann passt das alles. Hier sieht man auch, da haben wir sie, die rote Stahlflexleitung hier, ne? Also auf jeden Fall eine schöne Sache. ATE 200 Bremsflüssigkeit jetzt drin. Ja, und dann ist das Ganze auch wirklich jetzt standhaft. Wir waren ja selbst mit der Serienbremse gar nicht so schlecht unterwegs. Man sieht, es noch nicht so richtig eingebremst. Beläge noch taufrisch. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir mit dem Ding zum Ring fahren. Können wir noch ein bisschen einbremsen hier und nächste Woche am Wochenende dann das erste Mal unter Belastung. Ja, kommt natürlich hier nur das Beste rein für 2,37 Euro. Ich meine, die Spritpreise, die sind natürlich schon ein bisschen was runtergegangen hier. Ja, Startnummern haben wir noch keine drauf, also noch gar nichts, keine Kennung für den Feuerlöscher oder so. Das kommt alles in der Woche vor der GLP quasi. Ja, jetzt wird erstmal voll gemacht, damit wir genug Sprit haben für hin und zurück. So, jetzt sind wir angekommen hier am Nürburgring, alten Fahrerlager. Hier ist schon ganz gut was los. Im Fahrerlager selber ist wohl relativ voll und die Strecke ist gerade gesperrt. Wir sind gerade durch Nürburg und dann haben wir gesehen, auf der Döttinger Höhe ist ein Auto schwer verunglückt und deswegen ist im Moment kein Fahrbetrieb auf der Strecke. Ja, und dann geht es jetzt gleich ab ins Fahrerlager. Ja, der Renndackel ist auf jeden Fall unterwegs Richtung Hatzenbach. Wie gesagt, im Moment ist hier noch alles ruhig. An der Döttinger Höhe eher Antonius Buche, hat ein Audi R8 GT3. So wie wir gehört haben, wir haben es kurz gesehen, als wir durch den Ort Nürburg gefahren sind, einen ganz ordentlichen Crash gehabt. Da sind die Leitplanken massiv beschädigt. Es wird also noch ein paar Minuten dauern hier, bis der Fahrbetrieb weitergeht. Also da werden 3 Lagen Leitplanken ausgetauscht. Ja, schauen wir mal hier. Bestes Wetter am Ring, wie zu Hause auch zu Beginn des Videos. Zuschauer sitzen hier eigentlich geil mit den Klappstühlchen da vorne. Ja. Ja, Fahrerlager ist auf jeden Fall ordentlich gefüllt. Genug Motorhomes da, LKWs. Also wir haben ja gesehen, nicht nur GT3 oder GT4 oder Cup-Klassenautos hier der NLS sind unterwegs. Vereinzelt haben wir auch hier
gesehen, dass diese WTCC-Autos hier trainiert haben. Die trainieren natürlich für ihren WM-Lauf hier im Rahmen des 24-Stunden-Rennens. Ja, und ich hoffe mal, dass wir gleich hier wieder Action haben. Ja. Ja, man sieht auch, ich höre da hinten den Hubschrauber, der fliegt genau über der Unfallstelle. Das ist ja quasi jetzt auch nicht so weit von hier. Da hinten Luftlinie. Ja, und das muss halt eben gemacht werden. Da steigt der Heli auf. Ja, hoffen wir mal, dass dem Fahrer nichts passiert ist, denn die Leitplanke sah richtig matsch aus. Jetzt sind wir hier an Posten 68 im Bereich Hatzenbach. Und die ersten Autos, nachdem jetzt wie gesagt gesperrt war, kommen jetzt wieder raus. Ich hatte gehört, also der Unfall ist Antoniusbuche passiert, da Hohenrhein-Schikane quasi. Ja, dass da wahrscheinlich doppelt Geld noch sein wird, weil die Leitplanke noch nicht ganz instand haben setzen können. Ja, und jetzt kommen die ersten hier. Ich frage mich aber, warum die so zeitversetzt sind. Also manche sind richtig früh gerade schon hier vorbeigefahren. Und der ganze Rest hat irgendwie ordentlich Verzug hier. Ne? Ansonsten, wie gesagt, Kaiserwetter am Ring. Spezialzuschauer haben wir auch hier. Ja. So, da kommen die nächsten. WTCC-Auto knallt gut. Mehr. Ja, sehe ich genauso. Wir haben den Falken Porsche, natürlich heißes Gefährt, 240 Cup Auto. Schön, der KCMV. Das ist ja Wahnsinn, ne? So ein GT3 Auto, wie sauber das hier durchfährt. Da gibt es keine Schaukel, keine Wankbewegungen, da gibt es nichts. Das ist wie ein Pfeil, da ist so viel Downforce. Selbst beim Supra, da ist schon definitiv ein Unterschied zu erkennen zu der Aero von dem GT3. Also das fährt dann eher wie ein PKW da durch. Das ist irre, wenn man das mal beobachtet. Vielleicht mal eine Kamera da hinsetzen. Adrenalin-Auto im VT2. Ja, das ist halt PKW. Die ganzen Porsche 992 Cup-Autos, unter anderem auch das Fricadelli-Team. Da fahren ja jetzt sehr viele Autos in der Cup 2 auch mit. Scheint ja richtig gut anzukommen. Dieses ja, neue 992 Cup Auto an sich. Ich glaube, da ist Mantai nicht so ganz unglücklich, da einige Autos verkauft zu haben hier für die NNS. Da haben wir Thomas 24 Stunden Auto, der 240 Cup vom Adrenalin Team.
vermutlich kleinste Auto heute hier im Feld. Der E36. Und hier geht es direkt weiter. Also es ist gut besucht, aber nicht zu voll. Eigentlich ideal für so einen Test hier. Ja, Scirocco R Cup Auto. Wird es hier schon voller. Aston Martin, geiles Auto, brummelt schön. M2 CS. Da haben wir das kleinste Auto des Tages. Der Swift Sport. Das war der kleinste heute. Ja, hier geht es jetzt direkt weiter. Schön, auch 992 Cup. Also von diesen 992 Cup Autos sind erstaunlich viele heute dabei. Beziehungsweise dann auch in der NLS-Saison hier, in der Cup 2 Wertung. Das gleiche gilt dann auch für die KTM-Dinger. Ey, da sind so viele jetzt dabei. Von diesen GTX oder wie die heißen. Ja. Logan Cup ist dabei. Ja, der ist dann das tatsächlich kleinste Auto heute. Dann gibt's den GT3, Junge. Hier kommt da, der Dacia. Lässt voll stehen, kräftigen Sound da auch. Ich finde ihn geil. Ja, in Front haben wir die Burg, das BMW M Testcenter, da wo die Autos entwickelt werden, aber das weiß ja mittlerweile jeder hier im Bereich des Nürburgrings. Da hinten sehen wir schon ein Flügelchen vom Honda. Und jetzt geht es mal weiter, jetzt vom Hatzenbach ja, Richtung Breitscheid. Und wir werden auch nochmal Brünnchen bis Wippermann hochlaufen. Also heute machen wir einige Kilometer hier. Hey, zügig. Da vorne wird rot geschwenkt. Warum haben wir denn hier Abbruch? Wir haben jetzt 3:45, also eigentlich dürfte ja nicht Ende des Trainingstages hier sein. Dann muss wieder irgendwo ein Unfall passiert sein und der muss auch so heftig sein, sonst würden die ja hier nicht mit Rot abbrechen. Ne? Ja, dann haben wir uns vielleicht den Weg zum Wippermann jetzt schon gespart, weil wenn jetzt alle quasi in ihre letzte Runde fahren, dann sieht es relativ mau aus da. Die fahren auch schon langsam hier. Das heißt, sie sind jetzt schon vorgewarnt worden mit dem roten Makro. Ja, scheint wohl so. Aber wo das jetzt auf der Strecke ist, weiß ich natürlich jetzt hier auch nicht. Ne? Das ist natürlich jetzt hier wirklich für alle Schleichfahrt. Alle fahren jetzt Richtung Boxengasse raus. Und dann werden wir gleich mal versuchen herauszufinden, warum jetzt hier Abbruch ist. Ne? Ja, ihr glaubt ja auch gar nicht, wie gut das tut, hier mal wieder ein paar Autos fahren zu sehen. Glaube ich, das Next Racing Auto. Ne? Ja, ein paar RCN-Fahrzeuge fahren hier auch noch. Mit Kennzeichen drauf. Ne? Ist dann V2 wahrscheinlich. 318 IS oder wie die. Ja, VT2.
satter Klang hier vom AMG. Ja, hier am Brünnchen, hier geht's ab. Hier ist langsam auch was los. Die Buden sind wieder auf. Pommesbude hat genug zu tun, verkauft ja auch das ein oder andere Pilz. Strecke ist gerade rote Flagge, das heißt Abbruch jetzt hier. Ja, man sieht, die ersten Wohnwägen hier sind auf jeden Fall wieder am Start bei bestem Wetter. Ja, und jetzt ist frühzeitig zu Ende, eine halbe Stunde zu früh, war rote Flagge. Ich denke mal wieder, weil hier irgendwo ein Unfall war. Ja, und jetzt gleich findet hier noch so ein Permit-Lehrgang statt, für die, die wahrscheinlich nächste Woche NLS fahren wollen. Ja, Fakt ist aber, ihr seht, wie voll der Parkplatz hier ist. Wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit essen. Und dann treten wir gleich den Heimweg an. Für uns war ja vornehmen, also Vorweg wichtig, dass wir nochmal die Bremse ein bisschen einbremsen vom Honda, damit es nächste Woche ohne Verzug und Gerubbel hier losgehen kann auf der Strecke. Ja, von daher sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es das erste Mal bei den Touristenfahrten rund geht. Ja, und dann würde ich sagen, ab zu GLP 1. Es gibt noch ein kleines Video von Thomas von seinem ersten Auftritt in Hockenheim. Ja, schönen Gruß auch noch für die Truppe von Küpper Racing hier an den Stefan. Der fährt ja bei uns im Team jetzt dieses Jahr auch bei der GLP mit, wieder mit seinem Clio RS. Auto ist auch schon so gut wie fertig, ne? Ja, von daher gute Besserung. Ich habe gehört, du bist krank. Ja, und ich sag schon mal ciao. Bis zum nächsten Video. Ja, gut, was los hier auf jeden Fall. Es kommt wieder so, langsam kommen die Tage hier wieder. Ja, dann. VT2, aber zwei Essen nebeneinander, sehr geil in diesem britisch grün. Hier auch Runde um Runde. Ist wirklich viel unterwegs heute. Aber ist doch super. Kann man direkt alles ausprobieren hier, austarieren. Wenn es morgen nass wäre, dann hätten die ja noch mehr Möglichkeiten zum Testen. Noch ein V4 Auto. Noch ein VT2. Wetter ist auf jeden Fall beständig hier. Haben wir mit R8 GT3. R8 LMS, so nennt sich das ja. Konrad Lamborghini fährt nochmal. Das müsste jetzt vorletzte Runde sein. Wir haben jetzt, was haben wir? Viertel nach vier. In einer Viertelstunde ist dann Feierabend. Tatsächlich, nachdem die rote Flagge geschwenkt haben, ist dann doch nochmal widersprüchlich eröffnet worden. Und es hat ja jetzt nichts mit dem Permit-Lehrgang zu tun, der findet erst gleich statt. So ein
GT4, aber von diesem Crossbow GTX sind echt, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, richtig viele Autos hier dabei. Ja, die Dinger, die geben sich's gut. Ja, mal wieder so ein Cup 2 Porsche. Und der Suzuki Swift, das ist schon geil. Ich finde den auch schön foliert, den Suzuki, jetzt mal ohne Spaß, ne? Auto ist geil. Dann haben wir so ein GTX-Ding. Wenn die mal mehr Leistung hätten, dann ginge da auch richtig was. Boah, jetzt kommt doch mal hier ein bisschen Staub auf, was? Ja. So, jetzt geht's mal runter Richtung Cockpit, ein bisschen was essen. Genau, einmal hier. Genau, hier muss auch Müll getrennt werden. Wir sind jetzt vorbildlich da. Zack. Und jetzt geht's ab, ein bisschen was essen. Ja, ein VT2 hat sich noch verirrt. Ja, es ist jetzt, wie gesagt, wirklich letzte Abfahrt. So, bis zum nächsten Video. Teil 4, Fertigstellung von dem BMW 325 Ti.